Hi! So Leute, weiter geht's mit Apes Exodus. Ja, die Tür hat die Folge beendet, die letzte. Mal gucken, ob sie diese Folge auch beenden wird. Jedenfalls, wir haben jetzt hier einen kleinen Überblick über dieses wunderschöne Gebiet da unten erhalten, welches ich ja noch toll in Erinnerung habe. Ihr erinnert euch dran, ich habe es euch gesagt. Quicksave, Quicksave und so weiter. Ihr werdet am Titel dieser Folge erkennen, ob sich ein ähnliches Spektakel wie beim ersten Playthrough abspielen wird oder ob ich es einfach mit Bravour beim ersten Mal meister, wie das eine Rätsel, was wir auch diesmal sofort geschafft haben und beim letzten Mal eine ganze Folge verbraucht haben. Das war irgendwie kein, glaube ich, richtig deutscher Satz. Das übrigens auch nicht. Na egal. So, und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Direkt mal Quicksafen. Ich glaube, ich poker mal niedrig. Ich sage, ich werde es beim dritten Versuch schaffen. Als ob. Okay, los geht's. Yay! Okay, warum wird das... Nein, ich werde das nie beim dritten Versuch schaffen. Ich habe was vergessen, merke ich gerade. Das zählt nicht, weil ich was vergessen habe. Nein, nochmal, rückgängig bitte. Okay, warte. Wenn ich das alles vor... Ich habe ja doch... Ich muss ja alles richtig vorbereiten. Ich muss ja die kleinen Scheißviecher erstmal töten. Oh ja, das sollte ich nicht vergessen. Die habe ich gerade irgendwie übersehen. Also wie gesagt, ne, das zählt jetzt nicht. Nein, das zählt nicht. Ne, das sehe ich gar nicht ein. Nein. Ah, super, oder? Geht das? Nee, das ist nicht im Bild. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen, ey. Nur weil ich dumm bin. So. Ist da einer? Ja, da ist einer. Guck mal, sieh doch mal an. Fauch. Fauche er mich nicht an. Beziehungsweise du fauchst mich ja nicht an. Du fauchst da vor mir weg. Also, das ist gar kein Problem. Ja, kein Problem. Hallo, na? Yeah, Attacke! Dankeschön. Da fliegen die Stückchen an den Monitor. Sowas sieht man gerne. Auf einmal kriege ich Hunger. So. Ist da noch was anderes? Ja, hier. Why? Gut, und jetzt stellen wir die am besten alle schön in die Ecke hier. Komm mal her. Du da. Komm her. Komm her. Ja, genau. So, und jetzt bleibt am besten da. Und zwar für immer. Damit ich in Ruhe vor euch wegrennen kann gleich. Ich wette, die kommen gleich wieder hier hin. Das wäre ziemlich scheiße, weil ich muss ja vor denen wegrennen. Oh nein, jetzt weiß ich auch wieder, was die Schwierigkeit war. Ich muss ja haargenau auf diesen Dingern stehen bleiben. Guck mal, da unten stehen sie und lauern. Und lauern auf mich, weil sie genau wissen, dass gleich die Beute kommt. Warum könnt ihr nicht einfach einzeln sein? Alleine seid ihr so niedlich. Oh, das ging schon mal gut. So. Quicksave Nummer 1. Und weiter geht's. Schon wieder. Quicksave Nummer 2. Aber natürlich keine, weil ich gestorben bin, oder? Okay, ich hab's direkt geschafft. Also... Kein Quicksave-Part. Ja, man wird ja halt besser über die Jahre. Muss ich mal kurz selber auf die Schulter klopfen. Gut gemacht. Und das war's auch schon für diesen Gang. Nett. Gut, ja, also wenn das... Wobei, na, eher nicht. Ich glaube, beim nächsten Part werden wir dann auch schon in die Zivilisation zurückkehren. Ich denke, diesen werden wir noch brauchen, um hier die übrigen Fackeln zu zünden. Wenn überhaupt, werden wir es überhaupt alles schaffen. Kann natürlich auch sein, dass wir länger brauchen als erwartet. Das wäre dann eher nicht so toll, weil dann brauchen wir halt länger. Und ich habe so das Gefühl, dass ich gerade ein falsches Gefühl hatte. Okay, alles klar. So, dam, bam. Ich habe gerade aber noch ein neues Gefühl und hoffe, dass das richtig ist, was ich hier mache. Wenn ich jetzt beide gleichzeitig aufmache... Achso, das ist wahrscheinlich wieder nur so zur Deko für uns quasi. Also falls zur Not, falls wir einen verbrauchen, so ein Not... Oh Gott. Ja. Yay! Oh verdammt, einer... Nein, bleib hier! Greif nicht Ape an! Oh Gott. Für einen kurzen Moment dachte ich, wir sind des Todes. Warum kann Ape das nicht einfach? Das sind kleine Würmer. Der müsste eigentlich nur auf die draufspringen und alles wäre geritzt. Aber nein, hatte keinen Bock zu. Na komm. Yay. Also noch irgendwas Tolles, was wir hier machen können? Ja, nein! Oh Gott. Ja, so viel zum Thema Reserve. Das liegt daran, dass die beim Rennen springen. Und ich kann natürlich schlecht springen, wenn er schon in der Luft ist. Und das war jetzt etwas dumm geplant. Gut, aber wie gesagt, wir haben hier noch einen. So, tut mir leid, dass ich eure vom Aussterben bedrohte Rasse irgendwie noch weiter dezimiere. Aber ich brauche euren Körper, um meine Rätsel zu lösen. Weil Ape dazu nicht in der Lage ist. Jedenfalls glaube ich, dass wir den ja brauchen, oder? Da hinten ist noch so, auf jeden Fall noch so ein Netz zum Rüberjumpen. Spring! Oh, es hat geklappt, aber gerade so. Uiuiui. Nein, wenn Ape das schafft, dann schaffen die das auch. So. Und jetzt muss man da oben noch das Ding. Wie gesagt, ich finde es richtig cool, dass wir hier so viel mit den Paramites interagieren müssen. Das war ja bei den Scraps leider eher seltener der Fall. Hätte man meiner Meinung nach ruhig noch etwas weiter durchziehen können. Was soll ich denn hin mit dem? Hier ist doch nicht. Hier ist doch nicht, Matroschka.
Oder soll ich ihn einfach nur... Achso, wahrscheinlich soll ich ihn einfach nur da in Sicherheitsgewahrsam stellen. Nee, so, warte mal. Hä? Also egal, wo ich ihn hinstelle, das wäre alles ziemlich suboptimal. Dann bleibt mir, glaube ich, keine Wahl. Danke, dass du mir geholfen hast, Kleiner. Okay, er ist ja noch abgerutscht. Ja, dankeschön und so weiter. Ja, ja, oh, ich hätte ihn auch einfach da oben hinstellen können, Max, gerade, dann hätte er wenigstens überlebt. Ja gut, zum Glück müssen wir keine Paramites retten, sondern nur unsere eigenen Kumpanen. Ape ist halt ein bisschen egoistisch. Wobei, nein, ist er nicht. Er gibt ja, muss man ihn ja mal lassen, er gibt ja darauf Acht, dass er wirklich keinen von diesen wundersamen Kreaturen verletzt. Meistens. Außer halt gerade eben. Und das mal davor. Aber sonst, das war irgendwie nicht so gut. Ich wollte den Fahrstuhl wieder nehmen. Ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Nee, ich habe jetzt hier einen. Easy. Alles easy. Ich frage mich gerade, ob man von oben so elegant springen könnte, dass man hier in diese Kante jumpt. Dann könnte man enorm was abkürzen. Tja, und deswegen war notwendig. Wenn der Typ jetzt hier rumgegeiert wäre, er wäre zwar nur alleine gewesen, aber wir hätten ihn definitiv in die Ecke gedrängt. Und was mit in die Ecke gedrängten Paramites so passiert, das haben wir bereits mehrfach erfahren. Im letzten Part, um genau zu sein. So. Haben wir das auf jeden Fall auch gelöst und können jetzt diese... Ja, ja. Zum Glück habe ich da noch reagiert. Ich wäre jetzt einfach weiter geradeaus gerannt. So, und bitte auf Wiedersehen. Und mal gucken, ob es das schon war oder ob wir wieder über den Scraps jetzt weitere 12.000 Gänge abklettern müssen. Nee, schön. Aber so ein Gang kommt garantiert auch noch, wo wir nicht sofort die Fackel entzünden. Ist in Ordnung. Ich mache einfach demnächst, ich bringe einen Duden raus mit den ganzen neuen Wörtern, die ich während meiner gesamten Karriere hier schon erfunden habe. Damit könnte ich bestimmt ein, ja, das ist so ein ganzes Lexikon voll. Ja, doch, bestimmt, bestimmt. Was zum? Ich habe das Gefühl... Ja, und tschüss. Ich falle tief. Da hoch kommen die, glaube ich, nicht. Aber, oh Gott, soll ich jetzt ernsthaft mit denen... Ah, genau, ich bin unsichtbar. Unsichtbar. Ich nehme jetzt mal stark an, dass wir das machen müssen. Und ich habe gerade eben Flaschen gesehen, glaube ich. So, ihr seht mich gar nicht. Ich bin überhaupt nicht da. Doch, da oben sind Flaschen. Seht ihr das? Seht ihr das? Mehrfach sogar. Aber wohin? Oh, hi. Ich versuch's mal da. Wow, war aber knapp. Und, kann ich da rein? Yay! Jetzt frage ich mich aber, wo ich... Mann, ey. Schon wieder so erschrocken. Das Spiel... Das ist schlimm. Ich erschrecke mich ja mehr als bei so manchem Horror-Game. Was daran liegt, dass man bei so einem Spiel einfach nicht erwartet, erschreckt zu werden. Wobei... Die Oddworld-Spiele schon generell ziemlich skurrile, schreckhafte Momente haben. Das muss man da nochmal sagen. So, ey, du da hinten, lass das mal. Nein. Ach, der ist wütend. Scheiße, dann gehorcht der nicht. Oh Gott. Nicht an... Scheiß Verräter. Habt ihr das gesehen? Wie extra gewartet hat, bis ich nach unten gehe, damit er die scheiß Säge wieder in Gang setzen kann. Nur weil er schlecht drauf ist. Weißt du, mit dem falschen Bein zuerst auf gestanden, was denkt er ist? Oh, töte ich einfach mal meine einzige Rettung, die mich hier rausbringen könnte, eventuell. Okay, das Ganze normal. Den bringen wir auf jeden Fall nicht dazu aufzuhören. Jedenfalls nicht so, so richtig jedenfalls. Warte, ich spreche ihn mal jetzt an. Oh Gott, oh Gott. Oh, wow, das Ding geht trotzdem noch weiter. Stimmt, es zieht wahrscheinlich einmal... Oh Gott! Ja, genau. Moment mal. Das muss erstmal genau analysiert... Ach so, ich verstehe. Ich muss den Typen dazu bringen, aufzuhören da oben. Okay. Habe es geschnallt. Ja, die lieben Geheimgänge. Wie gesagt, Leute. Das sind alles nur Vorgeschmäcker auf das, was uns noch erwartet später, wenn wir in die Zivilisation zurückkehren. Wie gesagt. Das hier ist ja die Zivilisation. Der Teleporter bringt uns ja irgendwie auf magische Art und Weise dahin. Und da ist ein Wanted-Schild von Ape, wie wir es damals schon kennen. Ich kann nicht da durch. Ach du Scheiße. Da muss ich durch dieses Spektakel. Ja, yay, das wird lustig. Gott. Vor allem habe ich, glaube ich, Zeitdruck, wollte ich gerade sagen. Oh, guck mal, die... Ey, das ist interessant. Ich könnte die Würmer killen, indem ich sie einfach in die Segen springen lasse. Das sollte ich vielleicht auch tun. Dann mache ich gleich nochmal, wenn ich da unten bin, einen Quick Save. Ich war nämlich gerade nicht sicher, ob ich irgendwie schnell sein muss. Also kann auch sein, dass meine Theorie natürlich vollkommen am Murks ist, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. So. Yay. Jetzt warten wir wieder auf den. Und ich mache mal einen Quick Save. Soulstorm Brew. Oh Gott, nee, da kann das... Das war zu knapp. Jetzt. Oh Gott. So.
Und dann warten wir auf die Würmchen, die müssen ja gleich kommen. Hi. Nein, lass die in Ruhe. Oh Gott. Geht, nein. Ihr seid echt scheiße, wisst ihr das? Ja, lasst es euch schmecken. Guten Hunger. So eine Verdauung. Ja, weißt, das wäre manchmal echt praktisch, wenn du was esst und das ist dann innerhalb von, ja, quasi noch nicht ganz runtergeschluckt und das schon fertig verdaut. Alles schon weggeätzt. Toll. Super. Ihr kleinen Säcke. So, kommt hier rüber. Aha, ich hab... Yay, alle tot. Das klang etwas creepy, aber ja. Dankeschön. So, einfach. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das so... Da war aber die Ferse schon weggestückelt. So, Typ da oben. Am liebsten würde ich dich ja boxen dafür, dass du so eine Scheiße gemacht hast. Das mache ich auch. Arsch. Ja, habe ich wohl verdient. Nein, nicht an... Es tut mir leid. Steh auf. Alter, box mich nicht. Hallo, wie kann ich jetzt mich entschuldigen? Hallo, wo ist die Entschuldigungsfunktion? Ja, mein liebes Aufnahmeprogramm. Bis gleich. Yay, weiter geht's. Und ich suche immer noch die Entschuldigungsfunktion. Nein, es ist hier nicht. Ich bin ausgewichen. Nein, ich bin nicht ausgewichen. Wie kann ich mich denn entschuldigen? Hallo? Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich die Taste gerade die ganze Zeit gedrückt eben. Okay, wieder so eine geile Stimme. Okay. Ja, dann. Also nee, Quatsch, da will ich gar nicht dran drehen. Das hast du ja die ganze Zeit gemacht. So, komm mit. Meine Güte, dass man die immer so lotsen muss. Jetzt komm mit. Oh ja, spring runter bitte. Oh, meine Güte, jetzt komm hier hin. Weißt du was, du bist dumm. Jetzt komm hier runter. Och Gott, Kinder, ne? Jetzt komm mit. Oh, ich hasse ihn. Ich batsche dir gleich noch eine. Danke. War das jetzt so schwer? So. Genau, jetzt nehmt mal euren Grumpy-Kollegen an die Hand, damit er auch bloß kein Unshit, kein Unshit macht. Unsinn und Shit wird dann zu Unshit, finde ich super. Sollte man durchsetzen. So, 97, also echt nur noch zwei hier? Das kommt mir irgendwie komisch vor, ein kleines bisschen. Matroschka. So, und jetzt fliehen wir wahrscheinlich und kommen wieder aus der anderen Röhre raus. Boah, diese Röhre muss extrem lang sein. Und warum ist jetzt schon wieder so ein Paramite-Ding? Ich muss da doch nichts machen, oder? Also diese Röhre muss extrem lang sein. Wenn sie von hier bis zur Soulstorm-Brauerei führt. Okay, ich wollte gerade schon sagen, ich bin aus Versehen hineingesprungen. Das war doch nicht das, was ich wollte. So, und was ich mich jetzt frage, ob da oben noch ein Geheimgang ist, weil da sind zwei Ebenen mit Flaschen. Ich teste es mal eben. Weißt du was? Ich nehme jetzt den... Wie der Typ aus dem rechten Bild auch noch mit drin ist. Habt ihr es gerade gesehen? Krass. So, ich bringe ihn mal kurz hier aus der Reichweite. Das war nicht geplant, aber... Okay, ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier noch ein Geheimnis ist, aber wird da wohl nicht der Fall sein. Nein, ist es noch nicht. Gut, wo komme ich denn jetzt hin? Ob ich das hier machen kann? Oh Mann, ey. Das Ding schockiert mich immer wieder. So. Ich bin gar nicht da. Beachtet mich nicht. Ich bin nicht da. Oh Gott. Meine Unsichtbarkeit lässt nach. Schnell. Ach, gut. Glück gehabt. Yay. Und entkommen. So, mal gucken, ob es das gewesen ist. Na, ich glaube, wir werden definitiv im nächsten Part auch noch ein paar von den Fackelrätseln machen müssen. Weil die Geheimgänge hier sind gar nicht mal so kurz, wie man gerade sieht. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft und haben nur noch knapp 6 Minuten etwa. Nee. Aber im nächsten Part, dann trotzdem zurück in die Zivilisation. Die restlichen Fackeln und das Paramite Nest, auf was ich mich schon sehr, sehr freue, weil das ist verdammt cool und episch und macht extrem viel Spaß. Die das mysteriös gehalten. Mysterious Things. Also ein Geheimgang muss ja noch mindestens sein. Hoffe ich. So, was wollen wir euch da bestimmt ins Paramite im Hintergrund? Ja, wusste ich doch. Niu, 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 niu. Sei mein! Dankeschön. Spring, lieber Paramite. Jump. Gott, die Stimme. Jump. Was zum Teufel? Ach, da oben. Kann ich nicht einfach eine Abkürzung nehmen? Doch, wollte ich gerade sagen. Ha, das habe ich früher auch mal gemacht. Ja, ich glaube in dem Let's Play damals nicht. Na gut. So, die Steinchen, die da im Hintergrund runterplumpsen, oben erstmal ein fröhlich... Ja, lustig, fröhlich zittern.
Wo auch immer die herkommen. Ich wette, da oben steht wieder irgendein Typ und schmeißt die runter. Wieder eine Affe aus Donkey Kong Country 1. Der Verräteraffe. Der Fässer auf uns schmeißt einfach so, weil er es kann. Okay, merke, die Funktion, Springen funktioniert nicht beim Gehen. Jedenfalls hat es gerade nicht funktioniert, weil ich habe definitiv den Knopf gedrückt. Nein, es funktioniert tatsächlich nicht. Seht ihr hier, hört ihr das? Ich hämmer wie wild auf den Sprungtaste. Es funktioniert nicht, okay, das habe ich nicht gewusst. Ich wusste das doch nicht, Mann! So, aber das funktioniert ja hier, wie wir wissen. Dann immer schön stehen bleiben und dann jumpen. Ja, ja, die Paramites. Kleinen, fiesen Leute. Das hättet ihr auch in euer Tutorial schreiben können. Mhm. So. Jetzt. Dankeschön. Yay, und weiter geht's. Muss ich noch irgendwas für mich den Weg ebnen? Oh ja, und wie? Eieiei. Da haben wir aber noch eine Menge zu tun. Ja. Falle Stein. Das hätte locker schaffen können. So langsam wie die da fallen, kein Problem. Ja, dann müssen wir im Vordergrund gleich später da rumtanzen und die ganzen Dinger freischalten. Na, das können wir uns doch schon mal nett so vorstellen. Also nett im Sinne von wirklich nett, im Sinne von freundlich, nicht im Sinne von Dialekt, im Sinne von nein. So. Nein, ich möchte... Der Stein ging auf jeden Fall durch ihn durch. Okay, kein Problem. Oder ich glaube, er ist gerade doch gestorben, wenn ich mir ansehe, dass da gerade ein neuer gespawnt ist. So, jetzt können wir in anderer Ruhe uns hier durchmanövrieren. In die Steine hin brauchen wir auch keine Sorgen mehr zu haben. Die treffen uns eh nicht hier im Vordergrund. Aber wieder mal sehr geile Hintergründe. Muss ich doch mal wieder loben. Möchte ich am liebsten in jedem Part erwähnen. Dieses Spiel hat wunderschöne Artworks. Und der eine ist tatsächlich gestorben. Gerade eben. Ich habe ihn irgendwie noch in den Tod geschickt, obwohl ich ihn gar nicht mehr kontrolliert habe. Oder er wäre so erschrocken, wenn man daran denkt, wo er gelandet ist. Dass er einfach von selbst schon reingejumpt ist. Ja, sieh mal einer an. Und wir haben einen weiteren Gang. Wohl doch nicht so wie bei den Scraps, dass wir irgendwie einen Gang haben, der in 5000 andere Gänge mündet. Oder, ja, man soll den Tag nicht von dem Abend loben. Wir haben ja noch zwei Gänge offen. Und es kann ja sein, dass da sowas passieren wird. So. In die Röhre! Und vorne bei den Kopf stoßen. Ja, ja. Ich glaube, die wachen auf, wenn ich da hingehe, oder? War irgendwie zu erwarten. Ah! Nein! Oh. Gott, war aber knapp. Hätte mich nicht mehr oft treffen müssen und es wäre vorbei gewesen. Würde mich das jetzt hin? Das ist zum Weglocken gedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich quicksave mal, weil ich gerade nicht so ganz durchblicke, was die hier von mir verlangen. Hm? What? Achso, doch, ja. Ah, I see. Nein, komm nicht mit! Oh, super, ich habe einen mitgenommen. Ja. Was hast du da gerade gefressen, Paramite? Ich war schon doch. Ich bin in den Bauch von den anderen Typen. Du musst den da killen, wenn du mich essen möchtest. Na gut, okay. Ich weiß Bescheid. Das heißt, beeilen, dass ich die nicht wieder mitnehme auf meinen wundersamen Fahrstuhl der Wunder. Nicht mitkommen, nicht mitkommen! Boah, meine Güte. So, hi, na. Ich will nicht zu nahe treten, aber ich habe ein bisschen Fleisch für dich. Irgendwie hätte ich das gerne mitgenommen. Na, egal. Brauchen wir... Oh ja, ich muss das sogar mitnehmen. Oh Gott, das wird lustig. Ich muss jetzt ein Paramite sein Essen wegnehmen. Ja, das klingt doch schon so, als würde es gut gehen, oder? Hey, es hat geklappt. Ja, easy. Gar kein Problem. So. Ist die Frage, kann ich den nach da hinten locken mit? Ja. Hehe, lecker rohes Fleisch. Was zum Teufel? Wieso? Was habe ich denn übersehen? Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen, was ich nicht gut finde. Wir haben auch übrigens gerade so noch Zeit für diesen einen Gang. Danach müssen wir den Part auch schon beenden. Das war jetzt unklug. Das war äußerst unklug. Ja. Ich möchte bitte gekillt werden. Danke. nicht, dass ich den ganzen Pfad von vorne anfangen muss, weil ich mich jetzt da verquicksaved habe. Das wäre ja... Wäre jetzt ja nicht so gut, muss man da nochmal sagen. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Schnell, Spiel. Okay. Warte mal. Nee, warte nicht. Geht nicht. Schon gut.
Hi, na. So. Was zum... Ach, das hätte ich vorher machen sollen. Ah. Dann verstehe ich den Sinn des Dings da im Hintergrund nicht so wirklich, weil irgendwie... Ich glaube, das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Naja, auf jeden Fall alles easy. Hier habt ihr euer Fleisch. Viel Spaß damit. So ein kleines Stück Fleisch für zwei von euch. Und hier rennt der große Hauptgewinn rennt weg. Euer leckeres Fleisch. So, aber ich bin weg. Also jetzt wirklich. Und? Oh, echt schade. Wir hätten wieder so einen epischen Cliffhanger machen können, dass wir quasi genau beim Nest dann anfangen. Wieder, aber das geht nicht. Wir müssen dann hier rein. Ich gehe schon mal rein. Dann würde ich aber sagen, Leute, das war... Apes Exodus für heute. Im nächsten Part die letzte Tür, die letzte Fackel, das Nest und dann wieder ab in die Zivilisation. Ich habe so ein Gefühl, da kommt was oben runter. Ich sehe ihn doch schon da oben wackeln. Na gut, Leute, ich würde sagen, bis dann. Ciao.